Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Kartenseherin und Astrologin. Und heute geht es um unser Sternzeichen Fische. Der Zeitraum ab heute, die nächsten 4 Wochen und wie immer fange ich an mit der Liebe und Partnerschaft. Und die zweite Legung ist dann Beruf und Finanzen für euch. Also ihr Fische, die rechte Hand wandert wieder auf mein Herz und mit der linken Hand ziehe ich für euch. Liebe und Partnerschaft, was kommt da auf euch in der Partnerschaft zu? Was kann der Fisch für eine schöne Partnerschaft tun? Für unsere Singles, ist da die Chance auf einen neuen richtigen Partner? Seid ihr bereit, ihr Fische, für eine neue Partnerschaft? Und wie enden die 4 Wochen für euch Fische? Schauen wir rein. Der Neustart. Der Mond. Okay. Leute, was ist bei euch da los? Es ist ein harmonischer Weg. Traut euch. Geht diesen Weg. Da ist ein Neustart drin. Da ist ein neuer Versuch drin, die Partnerschaft wieder zu beleben. Aber ihr zögert noch ein bisschen. Ihr sollt gehen. Geht den Weg. Der Mond ist eine sehr harmonische, sehr ruhige, entspannte Karte, die mir zeigt, dass ihr zwischendurch einfach Angst davor habt, diesen Weg zu gehen. Traut euch, der Neustart ist was Positives. Der Tod ist eine für mich der positivsten Karten im ganzen Tarot, denn sie zeigt nichts anderes an, was Altes muss weg, was Neues darf her. Gibt es da irgendwas, was ihr verzeihen müsst, euch selber oder dem Partner, dann macht das endlich auch. Zieht da nicht dauernd dieses alte Zeug raus, sondern geht diesen neuen Weg, diese neue Entscheidung, diesen Neubeginn, nutzt ihn doch. Also deutlicher kann es nicht da liegen. Ist da die Chance auf einen neuen Partner für unsere Singles? Aber hallo, was könnt ihr dafür tun? Seid ihr bereit dafür? Geht mal aus euch raus. Der Eremit ist der weise Mann, der da hockt und ganz genau weiß, was gut für ihn ist. Es ist schön, dass ihr wisst, was gut für euch ist, aber ihr müsst ja auch rausgehen dazu. Der klingelt nicht an der Tür und da stehen tut er. Und zwar direkt. Und was Schönes, was Tolles, was Stabiles. Gott, seid ihr streng zu euch selber in diesen 4 Wochen. Warum denn? Ihr müsst euch doch nicht überprüfen. Da ist, der Hierophant ist die höchste Arbeitskarte. Eine Beziehung, eine Partnerschaft, die Liebe, das soll Energie bringen, das soll euch Freude bringen, das soll euch stützen. Gegenseitiges Stützen, gegenseitiges Vertrauen, das gehört zu einer Beziehung. Aber das ist doch keine harte Arbeit. Wenn jetzt der Herrscher da sagt, liegen würde, würde ich sagen, okay, ein bisschen Arbeit ist es immer, weil bis man in einer Beziehung zusammenwächst und das am Laufen halten, ja, aber die Hierophant sagt ja nichts anderes wie, ihr seid da zu streng, ihr sucht das Haar in der Suppe. Nicht suchen, lebt es einfach. Leute, bremst euch doch da nicht selber aus. Fische, schaut so gut aus bei euch. Ihr müsst da nicht mit der Lupe ran. Schauen wir mal, was Beruf und finanziell auf euch zukommt, die 4 Wochen. Da bin ich jetzt sehr gespannt bei euch. Schaut doch bitte mal auf meinem Kanal. Ich habe eine Umfrage gerade laufen, wie wir das mit den Runen machen. Und da würde ich gern euer Feedback haben, was ihr davon hält, haltet. Was ihr davon haltet. So, Beruf und Finanzen. Fische. Die rechte Hand wieder auf mein Herz und mit der linken Hand ziehe ich für euch. Was kommt beruflich auf euch zu? Was könnt ihr Fische selber für euren beruflichen Erfolg tun? Ist da die Chance auf eine Gehaltserhöhung, Beförderung, neue Aufgabe? Was könnt ihr dafür tun, nicht übersehen zu werden? Und wie enden die 4 Wochen für euch in Beruf und Finanzen? Was ist los in der Arbeit? Ihr habt keine Lust. Ihr steht euch selber im Weg. Der Teufel, der innere Schweinehund, der immer genau das Gegenteil tut, was gut für euch ist. Das ist eine Warnungskarte, Leute, gell? Was könnt ihr dafür tun? Flexibel bleiben. Also nicht, wenn der Chef daherkommt und sagt, ich brauche euch bei dem und dem. Nee, ich mag nicht. Leute, lasst es. Reißt euch zusammen. Der ist eine Warnungskarte hier. Seid flexibel und macht das. Hier ist der Neustart. Was könnt ihr dafür tun? Euch drum kümmern. Natürlich,
es liegt doch eindeutig da. Da ist eine neue Aufgabe, eine neue Stelle, eine neue Beförderung, ein neuer Auftrag für Selbstständige. Ihr müsst euch nur drum kümmern und nicht sitzen bleiben und sagen, ich will nicht. Ihr müsst flexibel sein. Also arbeitsmäßig gerne in die Kommentare, was da bei euch gerade los ist. Und dann kriegt ihr euch auch wieder in den Griff mit der Sonne nach den 4 Wochen. Also schaut mal, dass ihr hier den Teufel so ein bisschen zeigt, nee, so nicht, mit mir nicht. Ich kann flexibel sein, ich bin flexibel, ich bin bereit für was Neues und ich kümmere mich auch drum. Und dann ist alles toll mit der Sonne, die positiv da liegt. Also ich würde wirklich gern wissen, was bei euch los ist. Schreibt es mir in die Kommentare und ich freue mich über Liken und Abo sowieso. Bis zum nächsten Video, bis bald.